Heute fangen wir an mit einem neuen und dem letzten Lernparadigma, das Sie hier in der Veranstaltung kennenlernen werden. Haben sicherlich die einen oder anderen von Ihnen schon drauf gewartet. Wir schauen uns heute die Grundlagen neuronaler Netze an und beginnen ganz am Anfang mit dem Perzeptron-Lernen und dann, also das heißt einem Lernalgorithmus, der auf einem einzelnen Neuron oder kann man, wie es in der genannt wird, Perzeptron basiert. Und dann schauen wir uns an, wie man oder was der Erfolg davon ist, diese Perzeptronen, dieses einfache Lernverfahren in mehreren Ebenen anzuordnen, um daraus etwas Komplexeres zu lernen. Das wird so mehr oder weniger der Inhalt von heute sein. Danach schauen wir uns dann noch weiter fortgeschrittene Konzepte an. Sie haben dann schon eine ganze Menge von den Grundlagen insgesamt in diesem Abschnitt aufgeschnappt, die Sie brauchen, um Deep Learning von Grund auf zu verstehen oder was dann später beim Deep Learning passiert. Wir fangen wirklich ganz am Anfang an, die neuronalen Netze im Allgemeinen und das Perzeptron-Lernen im Speziellen sind inspiriert aus der Biologie, aus einem sehr vereinfachten Modell eines Neurons, wie sie im menschlichen Gehirn auch zu finden sind. Ein Neuron besteht aus einem Zellkörper und sogenannten Zellfortsätzen. Es gibt derer zwei Arten. Das sind Dendriten und Axonen. Jedes Neuron hat eine ganze Menge Dendriten, die sich gegebenenfalls auch baumartig verzweigen, wie hier angedeutet, aber nur ein Axon. Das Axon wiederum ist verbunden mit anderen Neuronen, können auch mehrere sein, muss nicht nur eins sein, auch bedeutend mehr, ein paar tausend. Und die Verbindungspunkte zwischen dem Axon hier und anderen Neuronen als sind dann die sogenannten Synapsen, die hier an den Dendriten drankleben oder Teil der Zelle des Neurons sind. Die Funktion eines Neurons besteht darin, ganz vereinfacht, ein Signal aufzunehmen, das über die Dendriten hineinkommt, ein elektrisches Signal, das biochemisch erzeugt wird. Und abhängig davon, wie stark dieses Signal ist, ein eigenes elektrisches Signal auf das Axon zu legen, das dann wiederum von anderen Neuronen aufgenommen, über die Synapsen aufgenommen werden kann. Wer erzeugt dieses elektrische Signal? Das sind die Synapsen. Beziehungsweise der Zellkörper selbst, wenn dann auf das Axon das Signal weitergereicht wird. Die Synapsen leiten nicht einfach nur ein elektrisches Signal weiter oder halten es auf, sondern sie können auch die Stärke des Signals modulieren. Das geschieht so, dass eine Art Frequenzmodulierung stattfindet. Je höher die Frequenz, desto stärker das Signal. Es ist nicht so, dass plötzlich eine höhere oder schwächere Stromstärke anliegt. Die Stromstärke ist immer ungefähr gleich. Und der Zellkörper nimmt nun all diese verschiedenen Signale von verschiedenen Synapsen kommend auf, mit verschiedenen Stärken, akkumuliert sie und wenn ein bestimmter Schwellwert überschritten ist, dann wird das elektrische Signal hier weitergeleitet bzw. ein eigenes ausgegeben. Das, was ich jetzt gesagt habe, steht hier auch nochmal. Man könnte jetzt sagen, dass die Dendriten die Eingabe sind für das Neuron und das Axon die Ausgabe. Und die elektrischen Signale, die hier quasi die Information kodieren, die ausgetauscht wird und die das Neuron verarbeitet, sorgen dafür, dass das Neuron aktiv wird. Und wenn es aktiv wird, gibt es ein eigenes elektrisches Signal aus. Und
im Großen und Ganzen feuert dieses Signal eine ganze Weile und hört dann irgendwann wieder auf, wenn von anderer Seite kommt, das heißt von der Eingabeseite her kommt, plötzlich das Signal zu schwach wird. Die Informationsverarbeitung ist unidirektional, das heißt, es geht immer nur über den Dendriten rein und über das Axon hinaus. Das sehen wir dann gleich auch nochmal, wenn das Ganze modelliert wird, auf den Computer abgebildet. Und vielleicht jetzt auch nochmal der Disclaimer, diese Emphasis hier, die ist auch ernst gemeint. Das ist wirklich ein dramatisch vereinfachtes Modell, das hier vorgestellt wird. Schon ein Blick in den Wikipedia-Artikel eines für Neuronen zeigt, dass da durchaus eine ganze Menge mehr noch vor sich geht. Vielleicht noch ein paar Randideen in Bezug auf Neuronen im menschlichen Gehirn. Es gibt natürlich noch Neuronen in anderen Lebewesen, jede Menge. Aber im menschlichen Gehirn, das ja häufig herangezogen wird und mit dem wir die Intelligenz von Maschinen natürlich auch häufig vergleichen, finden sich rund 100 Milliarden Neuronen im Schnitt. Die Dendriten und die Axonen sind ungefähr ein Tausendstel Millimeter lang. Dendriten sind mit zwischen 100 und 200.000 anderen Neuronen verbunden über die Synapsen und Axonen mit ungefähr 10.000 anderen Neuronen. Die Synapsen sind, wie gesagt, die Verbindungszellen an der Stelle und es gibt ungefähr 1 Billion davon im menschlichen Gehirn. Und vielleicht auch noch interessant, im Vergleich zum Computer ist ein Gehirn ziemlich lahm. Die Schaltgeschwindigkeit eines Neurons ist ungefähr eine Tausendstel Sekunde. Und im Vergleich zu einem Transistor ist das natürlich bedeutend langsamer, der mit einer Billionstel Sekunde auskommt, um umzuschalten. Das heißt, in der typischen Reaktionszeit, die Sie haben, um auf irgendeinen äußeren Eindruck, sei es auch ad hoc, sei es auch reflexmäßig zu reagieren, innerhalb einer Zehntelsekunde ungefähr, können bestenfalls ein paar tausend Neuronenaktivitäten stattfinden, also ein paar tausend Schaltungen. Natürlich über das gesamte Gehirn verteilt. Also es passiert schon eine ganze Menge, massiv parallel. Wo kommt das Ganze her? Das ist so 1943 haben Warren McCulloch und Walter Pitts dieses vereinfachte Modell des Neurons vorgestellt. Und Donald Hebb, ein anderer Biologe, hat daraufhin postuliert und auch später bewiesen, dass das Lernen im Gehirn so stattfindet, dass Synapsen Signale, die ohnehin schon stark dazu beitragen, dass ein Neuron aktiviert wird, noch weiter verstärken, dieses Reinforcement. Und dass diese Verstärkung sich vor allem nur auf Neuronen bezieht, die in irgendeiner Weise, und sei es auch nur ganz schwach, dazu beitragen. Je stärker das Signal, desto stärker der Beitrag zur Aktivierung des Neurons und demzufolge werden auch die Verbindungen gestärkt oder gegebenenfalls die Synapsen verstärken das Signal auf Dauer weiter. Das macht die sogenannte Plastizität des Gehirns aus. Man spricht hier vom Hebbschen Lernen. Also ganz grob, what fires together, wires together, hat er gesagt. Und er meinte, die Neuronen, die feuern, das heißt, die elektrische Signale ausgeben, die das zusammentun, die vernetzen sich auch stärker. Es gibt da eine kleine Einschränkung, die bezieht sich auf einen Kausalzusammenhang. Gleichzeitigkeit ist nicht nötig, damit das Signal verstärkt wird, sondern es muss eine zeitliche Kausalität hergestellt werden. Das bedeutet, dass Neuron A, das mit Neuron B verbunden ist, muss kurz vor Neuron B feuern, damit das Signal für B relevant wird und gegebenenfalls verstärkt wird, wenn B auch aktiv wird. Auf Basis dieses einfachen Modells
hat Rosenblatt 10 Jahre später dann das Perzeptron-Modell vorgeschlagen, um diesen Lernprozess im Computer einfach nachzubilden, auf sehr einfache Weise. Und ein paar Jahre darauf hat er auch gezeigt, dass der Lernalgorithmus, der sehr einfache Lernalgorithmus, den er vorgeschlagen hat, auf jeden Fall innerhalb einer begrenzten Zahl von Schritte, von Iterationen konvergiert. Das schauen wir uns gleich auch nochmal genauer an. Eine weitere Kuriosität ist, dass einer der Väter, Marvin Minsky, der künstlichen Intelligenz, Begründer des Begriffs damals auch und der ersten Konferenz zum Thema in der Informatik, hat dieses Modell tief analysiert oder vielleicht in diesem Fall nicht tief genug, denn in dem Buch, das sie zum Thema veröffentlicht haben, haben sie dann behauptet, dass man mit diesem Modell auch in seiner leicht komplexeren Mehrebenenform schon ein einfaches Problem wie das des Entweder-Oder nicht lösen kann. Und das können Menschen ja lösen. Also das heißt, dieses Modell kann nicht wirklich ein gutes Modell dafür sein, wie die Intelligenz von Menschen funktioniert. Und da Minsky sehr beachtet wurde in der noch verhältnismäßig kleinen Community, war es dann mehr oder weniger so, dass die Forschung an diesem Modell eingestellt wurde, bis auf kleine Randforschungen am Rande, die natürlich stattgefunden haben. Niemand lässt sich völlig abbringen davon, aber der Großteil der Community hat sich dann auf die sogenannten symbolischen Verfahren konzentriert. Also das heißt, das, was Sie zum Beispiel mit Konzeptlernen oder Decision Trees kennengelernt haben oder anderen regelbasierten Systemen. Das hat dann irgendwann auch nicht mehr weitergeführt und irgendwann hat dann der David Rommelhardt und James McClelland, die haben dann sich der Theorie nochmal angenommen und letztendlich gezeigt, dass Minsky nicht recht hatte. 15 Jahre oder 17 Jahre hat die Forschung quasi stagniert an neuronalen Netzen und je nachdem hätte man vielleicht auch schon viel früher diese kleine Revolution oder vielleicht auch die große Revolution, die wir heute sehen, schon mal in Andeutungen miterleben können. Natürlich immer mit der Einschränkung, dass damals die Rechenkapazitäten nicht sonderlich groß waren. Gut, das vielleicht auch nur ein Lehrstück, wie dass man nicht zwangsläufig jeden Autoritäten vertrauen sollte, sondern lieber selber nachgucken soll. Und das ist auch ein bisschen der Anlass für die Art und Weise, wie diese Vorlesung gestaltet ist und die Foliensätze hier. Denn das Ziel ist, dass Sie das Ganze von Grund auf lernen und die einzelnen Komponenten. Das heißt, dass Sie hier, was bei der künstlichen Intelligenz leider doch immer wieder häufiger der Fall ist, sich auch mit der Mathematik auseinandersetzen müssen. Jetzt schon die ganze Vorlesung lang. Hier keine Ausnahme, aber es kommt jetzt nichts Neues, was Sie nicht schon gesehen haben. Es kommt nur etwas in etwas anderer Form. Also das kann ich Ihnen schon mal vorweg sagen. Hier ist das Perzeptron-Modell, das Rosenblatt vorgeschlagen hat, die Umsetzung des einfachen Modells des Neurons im Computer. Auch hier wieder im Zentrum im Zentrum einfach so etwas wie eine Zelle, ein Knoten hier, der hat eine Eingabe. Die Eingabe ist ein hochdimensionaler Vektor mit einzelnen Features, p-Features, x1 bis xp. Und das hier könnten dann letztendlich die Dendriten sein, die eine gewisse Gewichtung aufweisen, w1 bis wp. All das kennen Sie ja schon von vorher. Diese Gewichtungen übernehmen die Rolle der Synapsen. Jedes Gewicht sagt etwas über die Stärke, mit der dieses Signal, das hier aus dem Input kommt, weitergegeben wird an diesen Knoten oder dieses Neuron, wenn Sie so wollen. Und in diesem Knoten finden Sie eine Akkumulierungsfunktion und eine Schwellwertfunktion. Und die Schwellwertfunktion muss einen Schwellwert
überschreiten, nämlich Theta. Und sobald das der Fall ist, wird eine Ausgabe erzeugt, die verschieden von 0 ist. Ansonsten bleibt die Ausgabe y 0. Genau, also dieses Modell basiert auf dem von McCulloch und Pitts. Und diese Gewichte hier, wie gesagt, sind dieser Reinforcement Factor, den HEP auch vorgeschlagen hat. Das Perzeptron-Modell soll auch das Heppsche Lernen modellieren. Das, was aktiv ist, soll auch verstärkt werden. Das, was inaktiv ist, soll nicht verstärkt werden. Und diese Regel hier in der Mitte hier, die darüber entscheidet, ob der Knoten eine Ausgabe erzeugt, die von 0 verschieden ist oder nicht, ist die Entscheidungsregel. Und ganz analog ist auch hier, es geht etwas hinein, es kommt etwas hinaus. Die Entscheidung hier basiert nicht darauf, was zum Beispiel hier hinausgekommen ist. Und wir nennen diese Systeme sogenannte Feed-Forward-Systeme. Sie geben Informationen von links nach rechts weiter, ohne sich von der Ausgabe dann nochmal beeinflussen zu lassen, was zum Beispiel bei rekurrenten Systemen eher der Fall wäre. Die Entscheidungsregel nun hier in der Mitte, die könnte man so modellieren. Es soll eine 1 herauskommen, also die Modellfunktion sozusagen hier, y. Es soll eine 1 herauskommen, wenn die gewichtete Summe der Eingaben größer oder gleich dem Threshold Theta ist. Und ansonsten, wenn sie kleiner ist, bleibt es 0. Das Ganze ist dann hier nochmal rechts angedeutet in dem Koordinatensystem. Irgendwo ist dieser Schwellwert Theta und sobald der überschritten wird durch die gewichtete Summe, kommt eine 1 heraus. Die Funktion, die sich daraus ergibt, ist auch dann hier nochmal jetzt angedeutet, ist eine Stufenfunktion. Diese Stufenfunktion wird auch Heaviside-Funktion genannt, nach dem Erfinder Heaviside. Ja, deswegen nennen wir sie hier auch so. Und das Ganze wird dann hier noch einmal normalisiert, dass der Schwellwert nicht irgendein Theta ist, sondern das Theta wird einfach genommen und als zusätzliches Gewicht durch einfache Umformung dieser Formel hier aufgenommen mit einem erweiterten Vektor, dessen Eingabe x0 1 ist. Und auf diese Weise können wir dann diese Summenformel hier auch umformen und einfach den erweiterten Gewichtsvektor von 0 bis p wählen und das Skalarprodukt ausrechnen hier in seiner Summenform. So, genau. Dieser Gewichtsvektor hier, der dabei herauskommt, das heißt, dieser Gewichtsvektor hier ist die Hypothese, nach der wir suchen. Das heißt, wie zuvor sind es die Gewichte in den anderen Modellen, die wir gesehen haben, sind es die Gewichte, die uns interessieren und die entscheiden darüber, wie sich diese Entscheidungsfunktion hier, diese Entscheidungsregel verhält, ob sie eine 0 oder eine 1 ausgibt. Das heißt, ein Ja oder ein Nein oder Klasse 1 oder Klasse 0. Ganz wie Sie wollen. Alles andere ist konstant. Die Eingabe ist eine konstante Kodierung wieder von irgendeinem Objekt der realen Welt. Das heißt, wir haben hier irgendwelche numerischen Features und die werden dann unterschiedlich gewichtet und fließen in diese Funktion ein. Noch was? Genau, ja, genau. Wie gesagt, wir nennen diese Funktion dann hier analog auch zur Aktivierung, also analog zum Modell des Neurons Aktivierungsfunktion. Das heißt, diese Heaviside-Funktion ist ein Vertreter von der Klasse der sogenannten Aktivierungsfunktionen, die in den Neuronen von neuronalen Netzen verwendet werden. Noch irgendwas? Nee, ich glaube, ich habe alles Wichtige. Dann schauen wir uns jetzt, ganz wie zuvor, wieder ein binäres Klassifikationsproblem an. Eingabe
wie immer eine Multimenge von Feature-Vektoren aus einem Inner-Product-Space, der p-dimensional ist. Wir haben zwei Klassen, in diesem Fall 0 und 1, hier in dem ZC. Ja, und wir haben eine Menge von Beispielen, bei denen Beispiele aus dem Feature-Raum gewählt wurden und die Klassen dafür von irgendeiner Quelle uns gegeben wurden. Und das Ziel ist nun, die Modellfunktion des Perzeptrons zu fitten anhand der Beispiele, um die Klassen möglichst gut zu unterscheiden. Dafür wurde der Perzeptron-Training-Algorithmus vorgeschlagen, PT hier. Eingabe für diesen Algorithmus ist die Multimenge an Beispielen und eine Lernrate, Eta. Und die Ausgabe ist der Gewichtsvektor, der im Perzeptron-Modell die Hypothese bildet. Sie werden hier eine gewisse Parallele zum LMS-Algorithmus feststellen, denn er ist genauso einfach strukturiert. Der Gewichtsvektor wird zunächst zufällig initialisiert und dann treten wir in die Schleife ein, die nur dann endet, wenn ein Konvergenzkriterium erreicht wird, das entweder sich über die Zahl der Schleifendurchläufe entscheidet oder über die Güte der Klassifikation anhand der aktuellen Modellfunktion mit dem aktuellen Gewichtsvektor. Wir wählen uns irgendein zufälliges Beispiel, ganz genauso wie beim LMS-Algorithmus auch, berechnen für das Beispiel die Heaviside-Funktion als Eingabe das Skalarprodukt des zufälligen Gewichtsvektors mit dem Beispiel und dann berechnen wir den Fehler. Die Klasse kann entweder 0 oder 1 sein. Die Ausgabe der Heaviside-Funktion ist genauso entweder 0 oder 1 und demzufolge haben wir hier drei mögliche Werte, die für Delta auftreten können, 0, 1 oder minus 1. Wenn die Klasse 1 ist und die Entscheidung 1, dann kommt 0 heraus, wir machen keinen Fehler. Wenn die Klasse 0 ist und es kommt 0 heraus, kommt ebenfalls 0 heraus. Wenn die Klasse 1 ist und kommt 0 heraus, dann erhalten wir eine 1, wir haben eine Art von Fehler gemacht. Wenn die Klasse 0 ist und es kommt eine 1 heraus, erhalten wir eine minus 1. Wir haben eine andere Art von Fehler gemacht. Dieser Fehler wird nun genommen hier und zusammen mit der Lernrate mit dem Eingabevektor multipliziert. Das Ganze ist dann unser Delta W, das wir zum Update des Gewichtsvektors verwenden. Der Lernschritt ganz analog zu allen anderen Algorithmen hier auch. Wir evaluieren die Modellfunktion. Wir berechnen hier als Fehlerfunktion einen Indikator dafür, ob sich das Beispiel auf der richtigen Seite der Hyperebene im Inputraum befindet. Und dann korrigieren wir den Gewichtsvektor oder berechnen einen Korrekturfaktor für den Gewichtsvektor und updaten den Parametervektor. Nochmal, wie gesagt, zum Vergleich der LMS-Algorithmus hier direkt. So. Sie sehen es hier. Der einzige Unterschied ist einfach nur, welche Art von Gewichtsfunktion hier berechnet wird. Hier wird einfach das Skalarprodukt direkt genommen und hier das Skalarprodukt, die Ausgabe der Heaviside-Funktion, wenn sie das Skalarprodukt zur Eingabe erhält. Das heißt nur 0 oder 1. Der Unterschied ist wirklich klein, nichtig fast, aber er ist doch essentiell, denn es passiert etwas völlig anderes hier. Schauen wir uns an, wie das Gewichtsupdate funktioniert im Perzeptron-Lernen.
Wir sehen hier eine Darstellung des Input-Raums für einen Input-Space, für einen Feature-Space bestehend aus zwei Features, x1 und x2. Wir bleiben mal im Zweidimensionalen hier. Und Sie sehen irgendeine Hyperebene, in dem Fall eine Gerade in diesem zweidimensionalen Raum. Und die wird repräsentiert durch, beziehungsweise bleiben wir erstmal rein in der Geometrie. Diese Gerade ist definiert durch, zum Beispiel in der hessischen Normalform, durch einen normalen Vektor auf dieser Gerade hier n, der gegebenenfalls normalisiert ist, muss aber nicht sein, und einen Wert d. Der normalen Vektor steht orthogonal auf der Gerade und die d ist der Abstand der Gerade vom Ursprung. Das ist aber nur dann der Fall, wenn der normalen Vektor normalisiert ist. Ansonsten müsste hier eine andere Zahl stehen, die gegebenenfalls mit der Länge des normalen Vektors multipliziert werden muss. Die Gerade ist darüber definiert in der sogenannten hessischen normalen Form, dass es sich um die Menge der Punkte handelt, für die diese Gleichung hier gilt. Das heißt, der normalen Vektor multipliziert mit dem oder Skalarprodukt aus normalen Vektor und einem Punkt x in diesem Raum hier soll gleich d sein. Das heißt, der Abstand des Punktes soll d betragen und demzufolge muss er sich auf dieser Gerade befinden. Wer von Ihnen hat die hessische Normalform in der Schule schon gehabt oder im Matheunterricht hier? Gut, das ist die überwiegende Mehrheit, dann kennen Sie das. Wir können anhand der hessischen Normalform auch herausfinden, auf welcher Seite sich ein Punkt befindet, entweder auf dieser Seite hier oder auf jener, abhängig davon, in welche Richtung dieser Vektor zeigt. Wenn der Punkt auf dieser Seite ist und wir aus dieser Gleichung hier, wenn das Skalarprodukt größer als d ist, dann muss der Punkt sich auf dieser Seite befinden, abhängig davon, dass der Vektor auch wirklich in diese Richtung zeigt hier. Und wenn das Skalarprodukt kleiner als d ist, muss der Punkt sich auf dieser Seite hier befinden. Hier ist das d 0, da wir hier im Ursprung sind, hier ist das d von 0 verschieden. Wir können nun einfach dadurch, dass wir von dieser Differenz hier feststellen, für zwei Punkte, was ist das Vorzeichen, feststellen, dass diese beiden Punkte sich auf derselben Seite befinden. Oder halt auch den Vergleich machen mit einer Klasse. Jetzt übertragen wir das Ganze, diese geometrische Erklärung mal auf das Perzeptronlernen. Wir nehmen als normalen Vektor einen einfachen Gewichtsvektor, noch ohne die Erweiterung hier, also W1 bis WP. Und als Abstand unseren Schwellwert Theta im Perzeptronlernen. Das heißt, durch eine Änderung der Gewichte hier, W1 bis WP, kann ich die Gerade rotieren, dadurch, dass der Vektor plötzlich in eine andere Richtung zeigt. Und durch eine Änderung von Theta kann ich die Position der Gerade im Raum im Abstand vom Ursprung her modifizieren. Das heißt, ich kann auf diese Weise, wenn ich W0 bis WP verändere, und das ist dann hier jetzt auch angedeutet, wenn man Theta mit aufnimmt in den Vektor und dann einfach nur den erweiterten Gewichtsvektor hat, quasi jede Gerade in diesem Raum hier abbilden. Frage? Es hieß ja, dass die Gerade sich vom Ursprung verschiebt, wenn Theta geändert wird. Ja, man muss nicht zwangsläufig einen normalisierten Vektor nehmen. Das wird bei den Gewichtsvektoren nicht zwangsläufig der Fall sein. Aber das würde einfach nur bedeuten, dass wir einen anderen Wert dort eintragen müssen. Aber wenn der normalisiert wäre, würde die Gerade dann durch den Ursprung gehen? Nein. Nein. Okay. Wenn Theta von 0 verschieden ist, dann nicht. Nein.
Normalisierung bedeutet nur, dass das Theta dann auch wirklich den Abstand, Abstand vom Ursprung zeigt. Ansonsten müssten Sie einfach das Ganze mit der Länge multiplizieren und hätten einen Wert c und dieser Wert wäre irgendein, also c ist jetzt das schlecht gewählt, irgendein Wert x, nein, auch schlecht gewählt, einen anderen Wert, a und dieser Wert würde dann ein proportional zum Abstand sein, abhängig davon, wie lang der Vektor hier ist. Wenn der Vektor jetzt zum Beispiel nicht in diese Richtung hier zeigt, sondern in die andere Richtung, verkehren sich auch einfach nur die Vorzeichen bezüglich der Position der Punkte auf der jeweiligen Seite. Also das heißt, Sie können schon etwas verallgemeinert vorgehen, aber die hessische Normalform fordert, dass der Vektor normalisiert ist. Also das heißt, die geometrische Definition der hessischen Normalform fordert, dass der Vektor normalisiert ist. Das heißt, der normalen Vektor hier soll die Länge 1 haben und er soll der Konvention halber möglichst vom Ursprung zur Gerade zeigen. Das heißt, in diese Richtung, in diesem speziellen Fall hier, nicht in die andere Richtung. Aber das ist mehr eine Konvention jetzt. Genau, und Sie können jetzt also hier sehen, entweder wir nehmen halt den einfachen Gewichtsvektor, multiplizieren ihn mit dem einfachen, nicht erweiterten x und müssen dann einfach nur schauen, ob hier Gleichheit mit Theta vorliegt, um festzustellen, um festzustellen, ob x auf der Gerade liegt oder in welchem Verhältnis zu Theta es steht, um festzustellen, auf welcher Seite der Gerade x liegt. Oder wir nehmen die erweiterten Gewichtsvektoren, brauchen einfach nur das Skalarprodukt ausrechnen, denn dann müssen wir einfach nur mit Null, den Nullvergleich machen. Der Schlüssel hier ist, dass wir in keiner Weise uns Sorgen über den Abstand machen. Da, ob das x hier liegt oder hier, spielt keine Rolle für den Lernalgorithmus. Das Einzige, was darüber entscheidet, wie die Gerade sich verschiebt, ist die Lernrate. Und das sehen wir gleich auch nochmal am Beispiel. Lassen Sie mich nochmal kurz schauen, ob ich irgendwas nicht gesagt habe. Ja, okay. Dann schauen wir uns jetzt ein Beispiel an, wie das Lernen hier tatsächlich funktioniert. Ganz einfaches OCR-Beispiel. Sie haben eine Reihe von Bildern von Buchstaben, handschriftlichen Buchstaben, A's und B's. Und das Perzeptron nimmt oder sieht die Bilder, soll die Bilder zum Beispiel als Pixel sehen und entscheiden, ob es sich um ein A handelt oder um ein B. Die Beispiele sind natürlich vorgelabelt, das heißt, Sie wissen natürlich, auf welchem Beispiel welcher Buchstabe steht. Und Sie kodieren sich diese Beispielmenge einfach mit einer Reihe von möglichen interessierenden Features. Können jetzt Dinge sein, Sie lassen irgendeine Erkennung von Linien über die Bilder laufen und stellen fest, wo kreuzen sich Linien oder Sie messen die Winkel zwischen verschiedenen Linien oder die Länge der von Linien und. Es gibt verschiedene andere Möglichkeiten. Man kann sich unzählige Features überlegen, um dieses Problem anzugehen. Ist auch eins der grundlegenden Probleme, die häufig dann beim maschinellen Lernen herangezogen werden. Es gibt da auch einen sehr einfachen Datensatz, der aus handschriftlichen Buchstaben besteht, der häufig da zum Lernen verwendet wird. Und die Beispiele werden nun also in den hochdimensionalen Raum eingebettet, ganz normal, wie wir es schon gesehen haben, anhand der Features, die Sie gewählt haben und die Klassen den jeweils zugeordnet. Der Einfachheit halber sagen wir einfach, Klasse A soll die Klasse 1 sein, also es soll mit 1 kodiert werden, die Buchstabe B mit der Zahl 0. Hier gibt es in dem Sinne das Positive und Negative nicht oder Ja und Nein, sondern einfach nur der Unterschied zwischen den beiden Buchstaben.
Jetzt schauen wir wieder nur auf die Situation im zweidimensionalen Fall. Das heißt, wenn wir hier nur zwei Dimensionen mit zwei Features die Buchstaben modellieren und sehen, dass dass unsere Beispiele in dem Raum sich schön gruppieren. Hier sind die A's, hier sind die B's. Und jetzt stellt sich die Frage, was macht der Perzeptron-Lernalgorithmus als erstes? Nun, als erstes, wir gehen nochmal hin. Ne? So, als erstes wird zufällig der Gewichtsvektor initialisiert. Das sehen wir jetzt hier. Der Gewichtsvektor, nochmal, ist eine Normale hier drauf. Der einfache Gewichtsvektor. Der erweiterte Gewichtsvektor definiert diese Linie hier. Genauso wie wir es auch bei der Regression schon kennen. Aber wir denken hier, dass wir hier nur die Normale sehen und jetzt einfach nur feststellen müssen, jetzt einfach nur diese Gerade in diesem Raum hier verschieben müssen, bis sie denn die beiden Punktwolken hier ordentlich trennt, die A's und die B's. Nochmal zum Algorithmus, was passiert als nächstes? Wir wählen uns ein zufälliges Beispiel. Machen wir. Ja. Da ist es. Das Beispiel ist hier auf der falschen Seite. Hier werden die Beispiele, die A's richtig klassifiziert, hier werden die A's falsch klassifiziert. Die B's werden von dieser Gerade richtig klassifiziert. Das heißt, die einzigen Beispiele, die von Interesse sind, sind die hier. Zufälligerweise haben wir jetzt eins gewählt, das auf der falschen Seite liegt und als nächstes findet der Update statt. Wir schauen uns also hier die Situation nochmal im Detail an, geometrisch. Das ist der Vektor, der auf dieses Beispiel zeigt, das x, und hier der normalen Vektor des einfachen Feature-Vektors. Das Ganze wird dann multipliziert, sehen wir jetzt hier in der Heaviside-Funktion, erweitert mit dem Theta und wir erhalten dann die 0 oder 1 und den entsprechenden Fehler und führen dann das Update aus. Hier steht dann eine 1, weil wir einen Fehler gemacht haben, oder in dem Fall die minus 1. Das Vorzeichen gibt uns dann die Richtung an, in die Gerade verschoben wird und das Eta zeigt an, wie weit wir schieben. Das ist ein relativ konstanter Schritt, das sehen Sie jetzt hier. Wir gehen ein bisschen auf das A zu. Wir haben das Problem jetzt noch nicht gelöst. A ist immer noch auf der falschen Seite. Aber im nächsten Schritt geht es wieder von vorne los. Wir wählen ein zufälliges Beispiel und das geht jetzt einfach so weiter, bis irgendwann, nachdem wir häufig genug Beispiele gewählt haben, die auf der falschen Seite liegen, hier zuletzt nur noch dieses hier, die gerade an der richtigen Stelle ist. Hier hört der Algorithmus aber nicht auf. Der macht einfach weiter, so lange, bis das Konvergenzkriterium erfüllt ist. Und wenn das Konvergenzkriterium nur auf Zeit basiert, dann wird das auch genauso lange gehen. Denn der Algorithmus sieht ja nicht einfach alle Punkte hier. Das heißt, wir müssen den Fehler schon ausrechnen, auf dem Beispiel, auf der Trainingsmenge. Ganz so wie zuvor auch. Die Frage, die sich Rosenblatt nun gestellt hat, ist, dieser einfache Algorithmus, der ja, nun ja, denken Sie sich wahrscheinlich selbst doch ein bisschen zu einfach ist, warum soll ich denn nur zufällig die Beispiele wählen, man kann ja vielleicht ein bisschen gezielter vorgehen. Dieser einfache Algorithmus, konvergiert der überhaupt? Oder kann es sein, dass der ewig weiterlernt? Und unter welchen Umständen konvergiert er? Das sind die beiden Fragen, die er sich gestellt hat und hat gezeigt, dass unter der Voraussetzung, dass für zwei Mengen von Feature-Vektoren, die unterschiedlichen Klassen angehören und die disjunkt sind, dass wenn diese beiden Mengen im Raum durch eine Gerade separiert werden können, so wie wir es hier im Beispiel gesehen haben, das heißt, wenn man hier tatsächlich eine Gerade zwischen den Beispielen ziehen kann, dass dann garantiert ist, dass der Algorithmus in einer endlichen Zeit konvergiert.
Der Beweis hierfür, der kommt jetzt auf den nächsten Folien, den erspare ich Ihnen. Ich scrolle nur mal kurz drüber und hier sehen Sie ein paar Vorab-Überlegungen, die das ganze Problem vereinfachen. Die Argumentation, die in dem Beweis stattfindet, in drei Schritten. Der erste Schritt ist, es wird eine untere Schranke hergeleitet für die Zahl der Schritte, die notwendig sind, dann eine obere Schranke. Und wie sich dann zeigt, ist, dass wir eine Abschätzung für n bekommen, die endlich ist. Das Ganze ist dann hier einzeln aufgebaut, das müssen Sie sich nicht zwangsläufig angucken, aber für diejenigen unter Ihnen, die das interessiert, ist sicherlich nicht verkehrt, da mal reinzuschauen. Genau, und die Charakteristik der Beispiele oder der Lernsituation, die wir haben, für die dieses Konvergenztheorem wahr ist, ist eine stark vereinfachte Charakteristik von Beispielen, wie wir sie in der Realität vielleicht nicht jederzeit vorfinden. Denn wir fordern, dass die Beispiele linear separierbar sind. Das heißt, es muss möglich sein, eine Gerade zwischen den Beispielen im Input-Space zu legen, sodass die Beispiele tatsächlich getrennt werden, und zwar vollständig. Andernfalls, wie hier auf der rechten Seite zu sehen, ist nicht garantiert, dass der Algorithmus irgendwann konvergiert. Warum ist das relevant hier an dieser Stelle? Wirkt alles ein bisschen einfach, weil das einen Gegensatz zur Regression aufmacht. Bei der Regression kann man nicht nachweisen, dass sie konvergiert, aber sie kommt hiermit definitiv klar. Sie wird hier ein Ergebnis liefern. Und das macht auch den wesentlichen Unterschied aus zwischen den beiden Algorithmen. Oder einen der wesentlichen Unterschiede. Nochmal bei der Regression, und das sehen wir jetzt hier dann auch nochmal im nächsten Beispiel, um den Vergleich zu ziehen. Bei dem Perzeptron-Lernen agieren wir nur im Inputraum. Wenn wir das Ganze mit der Regression vergleichen, und man könnte auf die Idee kommen, weil wir das Skalarprodukt ausrechnen und quasi irgendwie dasselbe machen, dass man dasselbe macht, aber das ist nicht der Fall. Bei der Regression wird beim Perzeptron-Lernen wird diese Gerade hier, diese Hyperebene, definiert durch den normalen Vektor der Gewichte. Wir lernen einen anderen Gewichtsvektor als bei der Regression. Denn bei der Regression wird diese Ebene hier oder diese Hyperebene erlernt mit einem Gewichtsvektor. Und die Funktion, die uns dabei hilft, dieses Modell zu fitten bei der Regression, kümmert sich nicht nur darum, auf welcher Seite das Beispiel liegt, auf der richtigen oder auf der falschen, sondern auch, welchen Abstand es zu der Hyperebene hat und versucht, den global zu minimieren. Das ist beim Perzeptron-Lernen einfach nicht der Fall. Wir kümmern uns hier nicht darum, was der Abstand ist. Genau. Das habe ich alles im Prinzip schon gesagt, deswegen wären wir jetzt hier am Ende der Unit. Genau, bevor ich jetzt zur nächsten Unit übergehe,